Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Die letzte Folge ist vor allem für mich zum Aufnehmen schon ein bisschen her. Ich weiß aber noch, dass wir den Himmelsgipfel abgeschlossen haben und Mission für die Salzwasserhöhle zurechtgelegt haben. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Pokémon Emerald aufgenommen. Ein klein bisschen fehlt noch, aber ich erwarte von dem Punkt, an dem ich jetzt bin, ich weiß nicht, ob der schon online ist, falls nein, dann hey, Teaser, die Folge mit dem Story-Finale und dem letzten Arena-Leiter war die letzte, die ich aufgenommen habe. Guter Beginn. Und ich muss sagen, wenn es gut läuft, kann ich mir vor... Das war nicht mein Plan. Kann ich mir vorstellen, dass ich noch 2 Folgen aufnehmen muss. Egal, wie es enden wird. Ich glaube, die Liga wird wirklich sehr spannend. So, vor allem... Alter, es ist gerade echt schlimm. Ich hoffe, das wird beim nächsten Projekt, wegen dem ich die Randomizer so hetz, nicht auch so. Und ja, das war gerade ein Teaser dafür. Wenn man jetzt noch bedenkt, was ich in Pokémon Emerald schon gesagt habe, schränkt sich die Auswahl schon sehr ein. Aber hier werde ich nicht nochmal wiederholen, was ich in Pokémon Emerald gesagt habe. Das heißt, wer sich was zusammenreimen will, aber das hier sieht und nur das hier bisher gesehen hat, müsste Folge 23 sein. Oder 24, ich weiß gar nicht, wenn es 24 ist. Doch, 24 lade ich vermutlich heute hoch und das hier morgen. Also der 23. Oktober ist heute, damit ihr wisst, ob ich die Planung so eingehalten habe. Oh, die Lecks sind gerade wirklich schlimm, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, warum. Habe ich irgendwelche Einstellungen verstellt? Ja. Ja, ich hatte Einstellungen umgestellt. Ach. Um das Tutorial von dem Game schnell zu skippen und zu testen, ob alles funktioniert, hatte ich den Frameskip aufs Maximum gestellt beim Testen. Übrigens, kann es sein, dass der Frameskip auch... Ich glaube, der Frameskip war tatsächlich auch über dieses ganze Projekt nicht auf 0, was ein bisschen was zu den Lags beigetragen hat. Ich glaube, auf 3 hatte ich ihn. Und das wäre echt cool, wenn sich rausstellen würde, dass das daran lag und dieses Projekt dann insgesamt jetzt noch auch mit Lags weniger werden würde. Also, wo genau sind meine Missionen? Ebene 8 und 9, 2-mal Ganoven. Dann ab geht's. Ach, nachdem das hier geschafft ist, dann auch. Boah, ich muss sagen, tatsächlich habe ich heute die Situation, ich laber jetzt einfach mal wieder ein bisschen, während wir hier durch den Dungeon rennen. Heute habe ich tatsächlich die Situation, ich freue mich drauf, eine Hausaufgabe zu machen. Wir haben nämlich die Hausaufgabe für Englisch, eine Charakterisierung zu schreiben. Erst fand ich es richtig kacke, aber letztendlich hat sich unsere Lehrerin dann dazu entschieden, dass wir doch keine Figur aus unserem Englischbuch nehmen müssen, sondern unser eigenes Vorbild. Um Vorbilder ging es so oder so, aber jetzt können wir uns selber wen aussuchen, den wir charakterisieren. Und ich glaube, das wird echt cool zu schreiben. Aber vorher werde ich noch die Walross-Edition für heute fertig machen. Zumindest so weit, dass ich sie hochladen und später... Also, hochladen, aber noch nicht öffentlich. So, dass ich sie später veröffentlichen kann.
Aufwachen, danke. Dieses Schutzschild ist so unbalanced in dem Game. Und Fragezeichen, man, wir sind blöd oder so. Jetzt kriegst du aber richtig eine Schelle dafür. Noch einmal hast du dich nicht vor Fragezeichen-Mans Angriff geschützt. Ich wechsle Position. Fragezeichen-Man kann mit dem Ding deutlich besser dealen. Normalerweise. Danke. Er sniped, aber treffen heute wohl eher nicht. Wäre ganz nett, wenn ich die Treppe mal finden könnte. Danke. Belebersam? Heilsam. Belebersam finde ich besser. Aber hey, ich habe auf der ersten Ebene schon einen gehabt. Apropos. 4 von den Dingern. Das ist ehrlich gesagt meiner Meinung nach ein bisschen viel, um sie hier einfach dabei zu haben. Vor allem glaube ich habe nur 2 oder so im Lager. Ich bin eh schon froh, nachdem ich bei einer Mission vor dem Himmelsgipfel alle verloren hatte, dass ich jetzt hier so bin. Und natürlich beim Finale wie immer so ziemlich keine dabei gehabt. Es erhöht stark seine Verteidigung. Oh nein. Junge, wieso verfehle ich denn immer? Hallo? Kann mir das gerade mal einer erklären? Das Ding hat meine fucking... das Ding hat meine seine Verteidigung erhöht, nicht meine Genauigkeit gesenkt. Und mitkommen lasse ich dich auch nicht. Gut, dass ich so viele Heilsamen finde, ne? Wenn jetzt die Treppe hier in 2 Meter... Okay, ich dachte kurz. Aber viel weiter war es auch nicht. Bob! Es ist Bob, Leute, die Legende. Es ist einfach Bob. Bob ist tot. Wer Bob nicht kennt, aus dem ersten Team Himmel Let's Play ein Jurob und dann Yugong. Hoffentlich war das richtig rum, aber sehr sicher. Ich habe ihn für irgendeine Mission gebraucht, wo ich ein Wasser-Pokémon oder nee, Eis, glaube ich, mitnehmen musste. Eins von beiden. Habe ich mir den rekrutiert, ein Jurob, hab's Bob genannt. Und ist dann einfach zur Legende geworden, irgendwann. Jetzt auch gerade erst, wieder mein Donnerblitz ist fast leer. Jetzt auch vor ganz kurzem erst dem Team in der Emerald Randomizer gejoint. Vor allem nachdem mein Team dezente Verluste erlitten hat. Ich durfte nicht diagonal laufen. Hoffen wir einfach, dass der Typ nicht so stark ist. Ich meine, es war, glaube ich, eine 2-Sterne-Mission oder so, aber... Wow. Ich bin begeistert, wie schwer das war. Der hat ja nicht mal irgendeinen richtigen Angriff benutzt. Der hat den A-Smash genutzt. Na ja, hier kommt der nächste. Und wer von euch ist es? Och nee, der will flüchten. Vor allem helfen die anderen 2 nicht weiter. Ich hoffe, Fragezeichen-Man kümmert sich um die.
Habe ich irgendeinen Samen dabei? Gastrodon sitzt härter. Komm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, Fragezeichen, man hat keinen Bock, alles klar. Jetzt noch paralysieren, um ihn richtig auszunocken. Jawohl. Noch einen Schritt laufen. Alter Fragezeichen, man, warum greifst du denn nicht an? Warum habe ich alles außer Energieball deaktiviert? Ah, oh, wegen dem Ampharos. War das nicht sogar noch vor dem Himmelsgipfel? Ich habe wirklich den gesamten Himmelsgipfel mit Chillast nur... Oh Gott, bin ich dumm. Ja, das Ding ist nicht mehr paralysiert, aber was willst du tun? Das ist eins der Pokémon, das versucht zu flüchten und ich hab's eingekesselt. Es ist im Wasser und kann nicht weg. Und ich esse es einfach. Und das... Nein. Was ich nicht bedacht habe. Ich kann das scheiß Item nicht bekommen. Es ist nicht wahr. Bei mir läuft's aber auch immer scheiße in letzter Zeit mit den Missionen, oder? Sowas passiert mir ständig in letzter Zeit. Es kann doch nicht sein. Das frustriert. Und wie lang willst du eigentlich noch verwirrt sein? Bis morgen oder hast du geplant, heute noch mal hier, du hörst heute noch auf? Alter, es kann doch nicht sein, dass ich so unlucky bin. Und ich kann den Anführer in diesem Spiel auch nicht wie in anderen in Dungeons wechseln. Ansonsten hätte ich ja zumindest noch die Hoffnung, dass ich... Es ist doch lächerlich. Es ist lächerlich. Ja, ich hab ja keine Wahl. Jetzt habe ich die Mission offiziell nicht geschafft. Gott, es ist frustrierend. Beeil dich ein bisschen. Also man merkt, die Lags sind immer noch vorhanden. Vor allem, ich glaube, die andere Mission hatte auch noch einen noch höheren Rang. Für die hatte ich, glaube ich, 500 Punkte oder so. LOL, was? Die Mission zählt einfach als geschafft. Die Mission zählt einfach. Ich habe den Warpsamen nicht eingepackt, aber es zählt. Ehre. Ehrendragoran. Boah, jawoll. Ich hab's nicht umsonst gemacht. Okay, auch 400. Noch eine solche Mission und ich hab einen neuen Rang. So, nächster Tag dürfte dann auch wieder ganz standardmäßige Mission sein. Mein Ziel für die Mission heute wird, dass sie gut genug sind, um Rangaufstieg zu bekommen. Darf ich anmerken, dass ich es nicht für realistisch halte, dass immer beide im selben Moment aufwachen. Irgendwie will ich gar nichts mitnehmen, aber hey. Ich will auch nicht Info!
Ich weiß, was du machst. Ja, danke. Mein Lager ist eben ziemlich voll. Aber mit, obwohl, ich, jetzt mal im Ernst, das mit einem Level-Up erweitert sich das doch, ne? Wenn nicht, wäre das lost. 325 Punkte. Und ihr habt ja gesehen, gerade eben die Mission haben 400 gebracht. Ja, nimm auch noch die 400. So, dann mal gucken, was für Missionen gibt. Guck nicht so hässlich. Ich will jetzt ehrlich gesagt nichts Großes oder Langes machen. Hauptsache, es reicht für die 400 Punkte. Ich weiß, dass ich dafür eine Sterne-Mission an sich brauche. Ja, genau, das mache ich jetzt. S-Rang reicht, glaube ich, nicht. Na, Kristallhöhle. Dann mache ich halt die Kristallhöhle. Gibt längere und schwerere Dungeons. Und wenn hier schon zwei Jobs dafür sind, dann kann ich dir wohl auch beide machen. Das hier weiß ich immer noch nicht. Und den Typen, das war, stimmt, die waren ja auch schon da. Dann lass ich jetzt einfach den Typen mal warten. Und nehm einen weiteren Beleber, oder? YOLO. Ich habe die Mission schon mal verloren. Das lag aber daran, dass ich auch die Mission mit dem Klienten, der durch die Höhle geführt werden wollte, da mitgenommen habe. Und der hat halt nicht gerade so mitgeholfen. So, und jetzt nächste Runde. Von Ebene 6 bis Ebene 10 waren die Missionen. Eine weiß ich gerade nicht, halt. Ich weiß, eine auf 6 und eine auf 10 und eine war dazwischen. Ich glaube 7 oder 8 oder so. Auf jeden Fall nicht so schwer zu erreichen, wenn es so vorangeht wie hier auf der ersten Ebene. 7. Rette Schlupphuck und 2 Ganoven. Jetzt mal im Ernst, die Gegner hier. Die Kristallhöhle ist ein ziemlich früher Dungeon im Spiel. Oder nee, warte, verwechseln. Nee, das merkt man ja auch an den Gegnern. Ich bin gerade nicht komplett lost. Die Kristallhöhle ist die Höhle hinterm Wasserfall, ne? Ich weiß, die Kristallstraße ist auf jeden Fall der zweite geheime Teil. Also geheim in der Form, den kriegt man erst bei der Suche nach Reptan, der die Zahnräder der Zeit holen will, zu Gesicht. Aber hier ist man ja schon sehr am Anfang des Spiels, eine der ersten Missionen. Und darf ich mein Glück mal wieder kommentieren? Ich will ja nicht anmerken, aber
es gibt entweder noch einen, ja, oder zwei Räume auf der ganzen Ebene. Warum bin ich da jetzt hingelaufen? Es hätte noch da mittig einen Raum zwischen diesen zwei Gängen, wo noch Platz ist, geben können. Aber wenn der da jetzt gewesen wäre, dann hätte ich aber im Viereck losgemusst. Ich glaube, das ist ein Fall für ein Pflanzen-Pokémon. Er pumpt seine Init in die Hölle. Böse? Gut, das Fragezeichen, wenn man sich einfach heilen kann. So, und jetzt hier weit. Ebene 6 sind wir bald da. Da haben wir die erste Mission. Und Ebene 7 wird die herausforderndste. Ehrlich, ich mache mir wegen der 2-Sterne-Mission eigentlich überhaupt keine Gedanken, muss ich sagen. Ich meine, das Lavita war, glaube ich... Ich glaube, es war so, dass das Lavita 2 Sterne hatte. Das Lavita hatte 2 Sterne und das Lepumentas 3. Relativ sicher. Und ich meine, was haben die jetzt groß gemacht? So. Ich habe mit den Treppen, wie ich merke, gerade nicht unbedingt das größte Glück. Lass mich raten, die Treppe ist entweder direkt oben oder direkt unten von meinem Spawnraum aus. Obwohl, nee, jetzt komme ich zu beiden. Also, wie ich das gerade sehe, muss sie eigentlich irgendwo in der Mitte sein. Ich wollte gerade sagen, aus dem einfachen Grund, da wo ich gerade hingehe, ist sie nicht, weil ich da gerade hingehe. Ja. Zielebene erreicht. Hier muss ich Schlupuk retten. Was ein Keck kann sich nicht mal selber helfen. Und du nerv mich nicht, du kannst nichts. Belebersamen. Taubsamen. Respektschelle. 69. Belebersamen. Schlafsamen. Gutes Commentary. Nö. Läuft bei mir. Und perfekt. Schlupuk und die Treppe. Ja, mach ich. Moment, es ist so unlogisch. Ich helfe dem jetzt schon aus dem Dungeon raus. Aber wenn ich jetzt... Also er ist auf jeden Fall sicher, egal was ich jetzt noch mache. Aber wenn ich jetzt in diesem Dungeon noch verliere, habe ich die Mission nicht geschafft. Warum denn? Sagt die Gilde dann, ja, nee. Die müssen schon den Dungeon auch überstehen, damit sie eine Belohnung kriegen, ne? Also müssen wir jetzt... Hier, Schlupuk, wir müssen dich jetzt da wieder... Ne? Du musst da wieder rein. Ist ja klar, ne? Weil... Ja. Apropos, weil... Ja, jetzt gibt's... Ja. Warum starten ich und Fragezeichen werden auch getrennt? Die hauen alle einfach nur einen stinknormalen. Nicht Genauigkeit senken. Ich werde so niemanden treffen die ganze Zeit. Ah, nee. Und die tanken halt echt gar nichts. Ah.
Alter, Solarstrahl doch nicht die kleinen Keks, wenn dann den Boss, aber nicht die. Oh, apropos, der Boss kommt zu mir rüber. Ich kann die jetzt alle mit einem Donnerblitz versuchen zu treffen. Jawohl, ein Lakai weg. Zweiter Lakai weg. Und Boss kassiert. Ich bin jetzt mal so frei, tatsächlich den Boss hier zu ignorieren. Und mal Fragezeichen, man, erstmal eine Runde auszuhelfen. Nein, das reicht. Oder wir machen's so. Na, der Belebersamen war mies. Ich wollte gerade heilen. Naja, der Donnerblitz geht auf alle, auch wenn's klar war, dass er hier einen Mist kriegt. So, und schon ist die Anzahl der Gegner deutlichst gesunken. Ich werde ja wohl noch hier eine Runde. Alter, verfehl nicht. Komm, ein Hit tank ich noch. Ich vertraue garantiert nicht dem Diagonallaufen. Ich bin nicht lebensmüde. Jawohl. Komm, Fragezeichen, man, hauen wir das Ding kaputt. Beim ersten Mal lief's nicht hier, aber jetzt können wir hier reißen. Spezialverteidigung von dem Ding sinkt. Das macht meinen Donnerblitz sicher noch besser. Und da kommt ein Solarstrahl an. Ich tackle mal nur. Und bam! Weg! Raus mit die Viecher! Diesmal aber. Nein, es fehlt noch einer. Den will ich jetzt heute auch noch machen. Danach war's das. Ebene 8 auf Ebene 10 wartet er. Das heißt, einen Belebersamen habe ich noch. Ich drauf rein. Wehe, du machst Solarstrahl. Gar nichts ist irgendwie auch nicht so die Nummer 1 Option. Und dann macht er den Solarstrahl. Und der macht so eine hässliche Multiple-Hit-Attacke. Ja, sehr gut. Sehr gut, wie gut du mitgekämpft hast, Fragezeichen, man. Finde ich super. Klasse Teammate habe ich hier. Wie würde ich solche Gegner nur ohne besiegen? Also ich meine, so ungefähr. Wow, er hat einen sinnvollen Angriff gemacht. Ja, wir werden das Ding aufwecken müssen. Dann machen wir es so. Ein Apfel, okay, nur. Aber Fragezeichen, man, tötet das Burmadam gefälligst, bevor es noch den Belebersamen oder sowas wegfrisst. Die Treppe wird hier eh nicht sein. Das war jetzt auch nicht okay, naja, nötig war es jetzt echt nicht, auch für die Erfahrung. Wie? Wie unlucky kann man sein? Ich fühle mich leicht verarscht, um das gerade mal anzumerken. Aber auch sicher nur ein bisschen. Was will das Spiel mir damit sagen? Ja, vorhin, das mit dem Samen bei der Mission, jetzt waren wir ja nochmal nett. Aber jetzt kriegst du auch schon mal auf die Fresse wegen dem Wasser. Vor allem bei der Mission hätte man ja sagen können, dass ich mir das auch irgendwie hätte denken können. Ich meine, ich habe den Gegner ja sogar aufs Wasser gelockt, um ihn da zu bekämpfen.
Aber dass da eine Stolperfalle ist, kann ich ja wohl nicht wissen. So, auf letzter Janove. Das letzte, was wir heute noch machen und das letzte, was fehlt, bevor wir den finalen Rang... Final? Wir sind noch übel Low-Rang. Den nächsten Rang haben. So, wie immer Donnerwelle. Schön hitten. Fragezeichen, man kann das Ding saustark angreifen. Mein Donnerblitz ebenfalls. Wir sind sehr gut dabei. Ja, ihr seht, es hatte durchaus einen Grund, dass ich nicht so eine Angst vor der Mission hatte. Ja. Ich bin dann mal raus. Alter, was haben wir hier an meinem Fliegengitter? Versammeln sich lauter Scheißviecher die ganze Zeit, jede Aufnahme. Und ich konnte nicht eine Mission eindrucksvoller fühlen, sondern drei. Easy. Ja, ein bisschen Kohle. Eine TM, die mir nichts bringt. Und 90 Punkte. Alter, das war eine S-Rang-Mission. Die bringen echt so wenig. Wie mies ist das denn? Hätte ich jetzt gepokert, dass ich hier irgendwie für die 300 krieg. Ah, ich wäre jetzt richtig triggert. Aber hier, für die anderen beiden muss es relativ viel geben. Das waren beides Sterne-Missionen. Ist auch nur 250, aber es reicht schon. Goldrang. Die Anzahl der Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist auf 320 gestiegen. Ja, Ginseng. Es versteckt doch irgendwie eine bestimmte Attacke dann, die man sich aussucht. Das könnte mein Donnerblitz nehmen. Oh Gott, nein, der... Ich sag's so, das ist ja wahrscheinlich eh meine einzige Belohnung, aber... Ja, neben 200 Punkten. So, dann war's das für die heutige Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, wie lange es bis dahin dauern wird, also... Ich will es jetzt nicht so ausdrücken, als ob es irgendwie ein Monat wird oder so, aber wir werden es ja sehen. Bis dann und ciao. Falls das jetzt wirklich nochmal falsch rübergekommen ist, nein, es wird kein Monat. Ich hoffe, ich schaffe es einmal die Woche aufzunehmen, aber ich bin im Moment halt sehr randomizer motiviert.